1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Da sind wir wieder live, hier im Radio, bei 1Live und im WDR Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Wir melden uns mit einer freien Themennacht. Und solltet ihr zum allerersten Mal diese Sendung hier eingeschaltet haben, eine freie Themennacht, heißt, dass ihr das Thema vorgebt. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier reden, diskutieren, plaudern oder einfach ein bisschen reden und schwatzen wollt. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Es geht los mit Frank. Frank ist, wie alt ist er? 32 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Ja, du, ich habe ein Phänomen oder so. Ich bin Crosstreffer. Was bist du? Crosstreffer? Crosstreffer, genau. Was ist denn das? Das ist jemand, der sich zeitweise komplett in das andere Geschlecht umkleidet. Aha. Aber nicht das Bestreben hat, jetzt eine Geschlechtsumwandlung oder so wie Transvestiten oder ähnliche dann. Ja, aber Transvestiten wollen sich auch nicht, soweit das Geschlecht auch nicht umwandeln lassen. Nee, aber also mein Bestreben ist dann eher, dass ich also, wenn ich normal irgendwo spazieren gehe, wirklich überhaupt nicht auffalle. Hm. Also das möglichst perfekt hinbekomme. Wie nennt man das? Cross? Crosstresser. Habe ich noch nie gehört. Cross, also aus dem Englischen, ne? Ja, Kreuz, ja, ja. Dann Dresser anziehen. Also. Ja, ja. Nein, den Begriff so als der, dass der dafür steht, habe ich noch nie gehört. Ja. Du ziehst dich also gerne ab und zu mal komplett als Frau an. Ja. Willst aber gar nicht groß auffallen. Nein. Bist nicht transsexuell, kein Transvestit. Nein. Empfindest du dabei eine sexuelle Erregung, einen Thrill irgendwie? Manchmal ja. Ja? Schon, ja. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Erstmal die äußeren Umstände. Du bist 32 Jahre alt, bist du in einer Beziehung oder bist du solo? Ich bin seit 5 Jahren in einer festen Beziehung mit einer Partnerin. Ja. Und das gab es aber bei mir schon vorher. Das ist also irgendwann in der Pubertät aufgetreten. Ja. Weiß deine Partnerin darüber Bescheid? So circa ein halbes Jahr später habe ich ihr das gesagt, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und sie kann damit gut umgehen? Sie kann damit gar nicht umgehen. Gar nicht umgehen? Nein. Bevor wir das jetzt vertiefen, möchte ich mir das noch genau vorstellen können. Wie oft in der Woche oder im Monat passiert das, dass du dich umwandelst? Das ist unregelmäßig. Das kann mal in einer Woche 3-4 Mal sein. Ja. Und dann kann es auch mal wieder 2 Monate lang nicht sein. Für wie lange wandelst du dich dann um? Schon für mehrere Stunden. Ja. Gehst du dann immer raus? Nein. Es kann auch sein, dass du dich als Frau anziehst und zu Hause Fernsehen guckst. Fernsehen gucke oder ganz normale Tätigkeiten mache. Also aber ganz normal, was weiß ich, lese, abwasche, alles Mögliche. Britzelst du dich denn komplett als Frau auf mit Schminke und Haarfrisur und Lidschatten und was? Also Lidschatten und all das halt so dezent. Ja. Wie es Frauen normalerweise auch machen, also nicht überkandidelt, also wirklich so, dass man es als Frau wirkt und nicht irgendwie, ja. Also weil bei Transvestiten oder so ist es ja manchmal so, dass die das dann... Die haben zu viel Kletscher auf den Gesichtern, zu viel Schminke. Wobei, nicht immer, ne? Es gibt auch welche, die sehen fantastisch aus, wo man... Man erkennt es fast gar nicht, genau. Ja, genau, ja. Ja, genau. Wenn du dann raus, also bist du eher so auch ein femininer Typ, dass man dir das nicht ansieht, wenn du dann rausgehst, oder fällt es dann doch irgendwie jedem auf? Es fällt nicht jedem auf, nein. Wobei die Stimme klingt männlich. Du darfst dann nicht viel reden. Ich kann auch höher reden. Ach so. Also ich singe locker Sopran. Red mal ein bisschen höher, red mal wie eine Frau. Das ist kein Problem. Nur ein ganz bisschen höher, also nur ein bisschen und ein bisschen mehr
langsamer oder seichter die Stimme zu reden, das ist kein Problem. Ich habe das damals, du kennst wahrscheinlich Lilo Wanders, ne? Ja. Ja, die spricht als Mann oder er spricht als Mann auch etwas tiefer. Ja. Und ich war damals einige Male in ihrer Show zu Gast und da trainiert sie das vorher, hat sie das vorher auch ein bisschen trainiert, dass die Stimme etwas höher kommt, um dann adäquater rüberzukommen als Frau. Genau. Es hat nicht immer etwas mit Sexualität zu tun. Mit was hat es denn dann was zu tun? Eher generell mit einem weiblichen Anteil in mir. Mhm. Aber der Anteil ist nicht so stark, dass du sagen würdest, ich wäre lieber eine Frau. Nein. Na, das kam aber jetzt ein bisschen zögerlich, ein bisschen schon. Also ich habe natürlich, in dem, dass ich dieses Phänomen bei mir kennengelernt habe, ab und zu mal drüber nachgedacht, aber immer wieder festgestellt, nein, ich möchte doch Mann sein und bleiben. Ist es auch der Spaß, in diese Rolle zu schlüpfen? Ja, auf jeden Fall. Sich in eine Rolle vielleicht auch zu verstecken? Eben ein anderes Ich dann zu leben? Nee, es ist mehr dieses, also diese weibliche Seite in mir weiter aufzuleben. Ja. So, ihr sagt, die weibliche Seite an deiner Seite, nämlich deine Freundin, die sagt, ist da gar nicht so begeistert von. Sie sagt komplett, es ist dein Ding, ich möchte es nicht sehen, nicht mitbekommen, nicht in die Sexualität, unsere Beziehung mit einbauen, gar nichts. Lebt ihr zusammen? Wir haben bis vor anderthalb Monaten 2 Jahre zu lang zusammen gelebt. Ich bin jetzt beruflich 400 Kilometer entfernt gezogen. Ah ja, das heißt, du hast jetzt mehr Freiraum. Aber vorher hat sie das dann doch immer mitbekommen, wenn du es gemacht hast, oder wie? Ich musste es immer abpassen, dass sie es nicht mitbekommt. Ach so, das heißt aber so entspannt zu Hause dann mal als Frau rumlaufen war dann eher selten. Genau. Wo hast du denn, als ihr zusammen gewohnt habt, wo hast du deine Frauen Sachen aufbewahrt? Doch auch dann in eure Wohnung, oder wie? Nee, ja, also im Speicher, auf dem Speicher oder in anderen Räumen, also... Ich frage es deshalb, weil deine Freundin nicht daran erinnert werden wollte, ne? Genau, gar nicht. Sie hat das auch, glaube ich, nicht mitgekriegt, wo ich das aufbewahrt habe. Also da durfte auch im Badezimmer kein Schminkzeug, kein Lippenstift, gar nichts? Gar nichts. Und das ist natürlich für mich schwierig, weil ich ja praktisch diese Seite komplett aus der Beziehung ausklammern. Also wäre es für dich eigentlich ideal, wenn sie damit tolerant umgehen könnte und du das sogar in ihrer Anwesenheit machen könntest. Ja, vielleicht würde es dann sogar weniger werden. Mhm. Oder du sogar, also ihr beiden Mädels shoppen geht. Genau. Einkaufen geht. Sowas. Ja. Mhm. Apropos einkaufen, schämst du dich, wenn du Sachen einkaufst für dich als Frau? Wenn du in der Frauenabteilung irgendwelche Kostüme anprobierst oder weiß ich was? Also das ist, meine Scham ist da geringer geworden. Also früher war das stärker. Und natürlich gibt es natürlich die Möglichkeit, über Internet irgendwas zu bestellen. Das ist natürlich auch alles viel bequemer. Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile alles lockerer, zumindest in den großen Städten. Vor 10, 20, 30 Jahren war das wahrscheinlich für die Leute, die so gestrickt waren, sehr schwierig und sehr kompliziert. Viel schwieriger. Wäre es für dich, du hast gerade auch so eine Andeutung gemacht, auch eine interessante Sache, wenn du quasi im Outfit einer Frau mit deiner Frau schlafen könntest? Wenn ich das irgendwie mit einbeziehen könnte in die Sexualität, ja, wäre schön. Aber es geht halt nicht. Und da fängt halt an, für mich sehr, sehr schwierig zu werden, weil ich halt das da nicht mit einbauen kann. Mhm. Sie sagt, sie möchte es nicht kennenlernen, sie möchte nicht wissen, was da mit passiert, was ich da mache. Mhm. Also immer, aber wenn ich das jetzt sozusagen mit jemand anderen ausleben würde, ich habe es jetzt einmal zwischendurch gemacht, als ich einmal in einen Swingerclub gegangen bin, wo ich wusste, die könnten da tolerant sein, das war auch das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ja, für mich ist es ein Betrügen meiner Frau. Mhm. Aber ich kann es nicht mit meiner Frau ausleben. Also ein Dilemma, in dem du da drin hängst. Absolut. Hast du ihr das erzählt, dass du in diesem Swingerclub warst? Nein. Nicht? Mhm. Bist du ausschließlich dann auf Frauen gepolt oder hättest du als Frau auch gerne Sex mit Männern? Also ich möchte, also für mich ist der, ich stehe auf Frauen. Mhm. Also eine klare heterosexuelle Ausrichtung, auch wenn du dich, wenn du Frau bist. Wenn du Frau bist, dann bist du halt lesbisch. Ja, also, ich lesbisch, genau. Ja, so muss man es dann drehen. Wie kommt das, dass deine Freundin so zumacht, so komplett zumacht? Ich glaube, sie hat Angst oder Sorge, weiß nicht, ob sie... Also sie möchte mich
als Mann in ihrer Partnerschaft haben und nicht als Frau. Kann man ja auch verstehen. Klar. Kann man auch verstehen. Hat sie dich denn ein einziges Mal mal im als Frau gesehen? Ich habe ihr einmal ein Foto, was ich selbst von mir gemacht habe, geschickt. Mhm. Und darauf kam halt sofort die Reaktion, das möchte ich nicht sehen. Und besprichst du mit ihr die Problematik, dass das immer schwieriger für dich wird, dass du diesen so wichtigen Teil deines Ichs ausklammern musst aus der Beziehung? Besprichst du das? Ich habe es das letzte Mal vor 2-3 Wochen angesprochen und da hat sie halt erneut betont, ich soll das außerhalb, also sie möchte damit nichts zu tun haben und wenn, dann soll ich das außerhalb unserer Partnerschaft machen. Das heißt, sie hätte da gar nichts gegen, wenn du in den Singer-Club gehst? Vielleicht nicht, aber ich komme mir trotzdem habe ich das Gefühl, ich betrüge sie. Mhm. Ich würde das an deiner Stelle so klar und noch klarer ihr auch sagen. Ich würde ihr das auch erzählen, dass ich im Singer-Club war. Ich meine, wenn das für dich so ein gravierender Bestandteil deines Lebens ist und du das so gerne und unbedingt ausleben möchtest und dir das so wichtig ist, kann man das ja auch nicht komplett unterdrücken. Auf jeden Fall nicht die nächsten 30 Jahre. Die nächsten 30 Jahre, ganz genau. Ich gehe mal davon aus, dass du schon deine Freundin liebst. Ja, durchaus. Also wir haben jetzt gerade vor den Sommerferien geheiratet, ne? Ach so, ihr seid sogar verheiratet. Ja. Mhm. Naja. Mhm. Also ist das schon eine sehr komplizierte Sache. Ich meine, wenn sie das wirklich so abstößt, ja, kann man wahrscheinlich gar nicht viel machen. Wobei ich auch so einen Eindruck habe, dass sie sich zu sehr auch verschließt im Moment. Sie könnte es ja auch mal versuchen. Sie könnte ja auch sich einmal mal darauf einlassen und dann immer noch sagen, nee, es ist nicht meins. Genau. Ich meine, nur aufgrund eines Fotos ist es vielleicht auch ein bisschen wenig. Ja. Wenn ihr sehr viel eben auch an euch gelegen ist. Natürlich gibt es Grenzen. Natürlich kann, wenn sie das sexuell abturnt, da kannst du nichts dran machen. Hm. Das ist dann so. Aber bei uns ist sowieso zurzeit das Problem, dass wir jetzt beide in den letzten Jahren irgendwie im Paar-Monats-Rhythmus Prüfung hatten, sie oder ich. Ach so, das heißt immer Ablenkung und andere Sachen im Kopf und das so. Das heißt also, bei ihr ist es sowieso leider so, dass aufgrund von Stress Sexualität zurück weniger verstehe. Platz hat. Verstehe. Ich würde euch raten, Frank, so wie du mich jetzt angerufen hast, um quasi als Außenstehenden mal eine Meinung zu hören, von einem Außenstehenden, würde ich euch raten, wenn sie sich darauf einlässt, dass ihr zu zweit mal zu einem Außenstehenden geht, der zwischen euch mal ein bisschen vermitteln und moderieren sollte. Hm. Ich würde dir gerne jetzt ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, gerne, der dir die eine oder andere Adresse gibt und dann solltet ihr das mal angehen. Ja. Da muss mehr gesprochen werden, glaube ich, zwischen euch. Ja, also das Problem ist ja zur Zeit für mich, dass sie sozusagen das Gespräch abblockt. Also sie sagt, die will da gar nichts zu tun haben. Ich das irgendwie im Rhythmus von, was weiß ich, im halben Jahr anspreche oder so. Ja. Und, wir machen es mal so. Wir rufen, du legst bitte auf. Mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann könnt ihr dann auch noch weitere Einzelheiten besprechen. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute, Frank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir sind wieder live hier, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Nicole. Nicole ist 26. Hallo, Nicole. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nicole. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich sehr krank bin. Mhm. Ich leide an einem Hirntumor und ich habe keinen, mit dem ich, wie gesagt, darüber richtig sprechen kann. Ja. Also Freunden, Bekannten, Verwandten, da tue ich eigentlich immer mehr so, als ob mich das alles nicht berührt. Aber die wissen, dass du krank bist? Natürlich. Die wissen auch, wie schwer du krank bist? Natürlich. Ja, leben deine Eltern noch? Ja, natürlich, die leben noch. Meine Mutter ist sehr krank. Mein Vater ist auch nicht mehr sehr gesund und nachdem meine Mutter schon öfter Herzinfarkte erlitten hat und sehr viele Probleme mit Bluthochdruck, möchte ich ihr also nicht so zugestehen, was ich für Angst habe, weil sie auch selber sehr viel Angst hat. Sie weint ständig und macht sich Vorwürfe, dass sie das vielleicht schuld ist, da ich bei der Geburt in die Toilette gefallen bin, was natürlich Blödsinn ist. Dann hätte man diesen Tumor schon viel früher entdeckt und nicht nach 26 Jahren. Du bist bei der Geburt in die Toilette gefallen? Wie das? Das klingt fast schon lustig. Klingt absurd. Ja. Was ist da geschehen?
Meine Mutter sagt, sie hätte nicht gemerkt, dass ich gekommen wäre. Also sie hätte keine Wehen gehabt, gar nichts. Sie hätte das Bedürfnis gehabt, auf die Toilette gehen zu müssen. Und ja, hatte sich dann erschrocken, dass ich dann plötzlich da in dem Becken lag. Das war also so eine Sturzgeburt, nennt man das. Das ist aber auch kurios, ne? Ja. Ja. Aber danach bist du dann untersucht worden und danach war alles in Ordnung. Das war alles in Ordnung. Das war, ist erst im Februar entdeckt worden. Das muss also irgendwann zwischen 96 und 2005 so entstanden sein. Der Tumor im Kopf. Der Tumor, genau. Mhm. Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Der weiß auch Bescheid. Natürlich, der weiß Bescheid, aber er tut das immer so ab. Er möchte das nicht so an sich ranlassen. Er sagt immer, ach, du wirst wieder ganz gesund und du schaffst das, weil sein Vater hatte auch einen Tumor im Kopf. Mhm. Der war sogar bösartig und man hatte dem gesagt, er lebt noch 2 Jahre. Mhm. Der lebt allerdings heute noch. Das ist schon 23 Jahre her. Mhm. Und von daher ist er also vollster Hoffnung. Nur, wie gesagt, er steckt ja nicht in mir drin. Genau. Genau, das ist immer das Kriterium überhaupt. Jetzt erzähl mir doch mal, wie schwerwiegend die Erkrankung ist. Ist es ein bösartiger Tumor? Er ist noch nicht bösartig. Er ist im Anfangsstadium, befindet sich direkt am Sprachzentrum. Mhm. Und wie hast du es bemerkt, dass du es hast? Ich habe es gar nicht bemerkt. Also ich habe immer schon mal öfter dieses Ziehen an dieser Stelle gehabt oder diesen Druck im Kopf. Mhm. Aber man denkt sich nichts dabei. Mhm. Man hat halt Kopfschmerzen. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, ich hatte dann öfters Lähmungserscheinungen, Gesichtslähmung. Ach so. Und dann hast du dich untersuchen lassen. Genau, ich musste wegen einer zweiten Gesichtslähmung erneut im Februar ins Krankenhaus. Mhm, und da hat man dann den Kopf untersucht, weil man gedacht hat, es kann ein Schlaganfall oder halt ein Tumor sein. Ja. Der wurde dann bei einem MRT gefunden, hat aber wohl nichts mit den Lähmungen zu tun, weil mein Tumor befindet sich in der linken Hirnhälfte. Ach so. Und genau. Also sind die Lähmungen was anderes irgendwie? Ja, die sind wahrscheinlich eher psychisch bedingt. Ach so. Oder man hat die genaue Ursache nicht erklären können. Was kann man gegen, oder was hat man schon gegen den Tumor getan, oder was kann man gegen ihn tun? Zurzeit gar nichts. Also wir haben erstmal, war ich in der Uniklinik im Februar. Ja. Da hat man dann auch nochmal ein MRT gemacht. Also das ist so eine genaue Untersuchung, eine Art Computertomographie, das ne? Das ist eine Computertomographie mit Kontrast, richtig. Und da hat man das dann halt sich begutachtigt. Die Ärzte, die Spezialisten haben sich das angesehen. Und haben halt gesagt, dass man das erstmal beobachten sollte, weil es ja noch gutartig ist. Wie groß ist dieser Tumor in deinem Kopf? Im Durchmesser 3,5 Zentimeter. Mhm. Also ist schon sehr groß. Mhm. Das ist in der Tat sehr groß. Für, ja. Bin ich auch. Mhm. Man hat aber gesagt, da ich von der Läsung her völlig normal bin, noch keine Symptome zeige, wird man dann nochmal weiter beobachten. Dann war ich jetzt im September da. Ja. Und die Spezialisten sind noch zu keinem genauen Ergebnis gekommen, weil die haben gesagt, es wird wohl ein Gliom sein. Das bedeutet? Das bedeutet, dass es eine Gewebsveränderung, also ein Geschwür ist, was auch mit Sicherheit irgendwann mal bösartig wird. Mhm. Ob es jetzt heute oder morgen ist, kann keiner sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber schon geringer, dass ich jetzt morgen bösartigen Krebs habe. Das ist schon mal sehr positiv für mich gewesen. Kann man denn diesen Tumor, der jetzt ja auch schon relativ groß ist und eben noch nicht bösartig ist, kann man den nicht herausoperieren? Den wird man zwangsläufig früher oder später schon operieren. Das ist klar. Und man versucht durch diese Frühoperation eine Chemotherapie zu vermeiden, was aber nicht immer den gewünschten Effekt bringt. Man hatte mir dann gesagt, dass man vielleicht zur Sicherheit doch eine Tomographie und eine Operation anschließende Chemotherapie machen wird, um dass man nicht in 2-3 Jahren wieder halt diese Wucherungen hat. So, jetzt hast du so eine schwere Erkrankung, die zwar noch in der Anfangsphase sich befindet, aber dennoch natürlich eine enorme psychische Belastung für einen darstellt. Kann ich mir gut vorstellen. Und es ist so de facto keine in deinem Umfeld, wo du so richtig dein Herz ausschütten kannst. Nein. Ich habe zwar Familie, wie gesagt, meinen Eltern, die machen sich genug Vorwürfe und... Denen möchtest du das nicht zumuten, habe ich auch so den Eindruck, ne? Weil deine Mama auch sehr krank ist, wie du gerade gesagt hast. Aber bist du nicht ein bisschen enttäuscht über deinen Freund, dass der das so abtut, nach dem Motto, na, wird schon werden und... Nee, also ich kann ihn verstehen. Er möchte mich nicht leiden sehen. Also er hat auch geweint, als er das mitgekriegt hat und tröstet mich auch immer, dass es gut wird und dass ich mir keine Sorgen machen soll. Und aber dir fehlt so ein Gegenüber, wo du so richtig ganz offen
wenn es dir danach ist, darüber sprechen kannst. Über die Sorgen, die du dir machst, die Angst, die du hast. Das ist richtig. Und so weiter. Ja, das ist richtig. Mhm. Und gibt es keine beste Freundin, wo das möglich ist? Nee, ich bin hier neu in der Stadt hingezogen, also zu meinen Eltern. Und ich kenne hier, gut, ich habe jetzt hier einige Bekannte, ja, die hier halt auch nebenan wohnen, aber... Das geht nicht so schnell, ja, das ist mir klar. Genau. Was machst du? Ja, bitte? Ich meine, ich gehe jetzt nicht auf die Leute zu und sage, hör mal, ich bin schwer krank und dies und das. Das kann man auch nicht. Nee, das kann man den Leuten vielleicht auch nicht zu sagen. Ja. Was machst du beruflich? Zurzeit gar nichts. Ich habe mein Abitur nachgemacht, hatte mich dann für ein Studium angemeldet in BWL. Und das hat aber leider nicht funktioniert, weil dann halt diese Lähmungsgeschichten dazugekommen sind. Ach so. Genau, gelernt habe ich Friseurin, habe dann mein Abi nachgemacht, hey, wie gesagt. Respekt. Also große Sachen hast du vor. Ja, ich wollte eigentlich mal irgendwie was im wirtschaftlichen Bereich machen, aber... Kann ja noch werden. Ja, dadurch, dass die Operation jetzt eventuell im Februar vielleicht ansteht oder auch doch erst im August, ein halbes Jahr später, hatte die Uni gesagt, ich sollte diese Krankheitsgeschichte vielleicht erstmal hinter mich bringen, um dann auch wirklich, dass ich dann durchstarten ja, kann. Ja, also wenn die Operation dann schon anstehen sollte im Februar, fände ich das auch wahrscheinlich klüger, danach, wenn du dich dann erholt hast, mit dem Studium anzufangen. Ja. Weil wenn du jetzt anfängst, ist es wieder unterbrochen. Nur ein paar Wochen wären das ja quasi ein richtiges Studieren. Und ja, ein eben. Paar Monate. Stimmt. Nicole, wie kann man das, das ist eine Situation, die ist jedem verständlich, aber die kann man einfach nicht so schnell abschalten. Ich das überlege gerade, was man tun könnte. Lebst du in einer größeren Stadt? Ja, also man sagt, das ist eine Großstadt. Also ich weiß nicht, ob du Wuppertal kennst. Ja, das liegt direkt so nebenan, ist vergleichbar. Hör mal, Wuppertal kennt doch hier jeder. Ja. In Nordrhein-Westfalen. Ist ja hier bei uns um die Ecke. Ja, genau, das ist direkt die Nachbarstadt. Genau, von Köln. Wärst du daran interessiert, vielleicht Kontakt aufzunehmen mit Menschen, die eine ähnliche Erkrankung haben wie du? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, allein schon, um mal zu hören, wie es denen ergangen ist. Mhm. Ich meine, dass es kein weißer Spaziergang wird, das weiß ich. Aber vielleicht kann einem das die Ängste nehmen, also zum Beispiel. Ich bin ganz sicher, dass es in dem Bereich Gehirntumorpatienten bestimmt Selbsthilfegruppen in Deutschland gibt. Mhm. Dann bin ich hundertprozentig sicher, dass unter unseren Zuschauern und Zuhörern auch Betroffene sind, die betroffen sind oder vielleicht mal betroffen waren. Ich mache mal den Vorschlag, dass die Leute uns vielleicht eine Mail schicken unter domian@wdr.de. Ja. Und wir leiten das einfach an dich weiter und dann kannst du entscheiden, mit wem du in Kontakt treten möchtest. Ja, das wäre natürlich schön. Darüber hinaus würde ich dir auch noch anbieten, dass du jetzt mit meinem Psychologen sprichst. Dann soll der nämlich mal nachgucken, ob es in diesem speziellen Bereich Selbsthilfegruppen gibt. Vielleicht auch in deiner Umgebung. Ja, wenn das keine Umstände sind. Nein, das macht keine Umstände. Dafür sind wir ja hier. Dass du vielleicht so ein paar Kontakte bekommst, wo man sich dann auch so medizinisch austauschen kann. Ja. Und man mal reden kann einfach. Ja, das wäre natürlich schön. So machen wir's. Du legst bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich wieder an, Nicole. Ja, gut. Der Peter ruft dich an, mein Psychologe. Ja, vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute. Ja, ich danke auch so. Tschüss. So, ihr Lieben, heute Nacht, wie immer, eine freie Themennacht und ich möchte euch schon mal hinweisen auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir immer Themennacht und unser Thema am Donnerstag heißt, ich bin ein knallharter Egoist. Ich möchte Donnerstagnacht also hauptsächlich mit richtigen Egoisten sprechen, mit Egomanen, die sagen, an allererster Stelle bin ich im Leben. Und ich liebe nur mich und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann vielleicht irgendwas, aber ich bin mir das Wichtigste im Leben. Das ist unser Thema übermorgen Nacht. Und wenn ihr euch da auch schon mal anmelden wollt, dann könnt ihr das per Mail machen unter domian@wdr.de. Hier ist Claudia. Claudia ist 38 Jahre alt. Hallo Claudia. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. So, um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich also seit 16 Jahren unter dem Tod von meinem damaligen Freund leide. Mhm. Der hat sich also mit 20 Jahren das Leben genommen. Mhm. Und wie lange wart ihr da befreundet schon? Ein Jahr. Ein Jahr erst. Mhm. Warum hat er sich das Leben genommen? Das weiß eben keiner.
Keine Nachricht hinterlassen, keinen Abschiedsbrief, gar nichts. Doch, er hat mir einen Abschiedsbrief hinterlassen und da standen nur wirklich schöne Sachen drin, dass er mit mir Zukunft gerne gehabt hätte, Baby gehabt hätte, Familie gegründet hätte. Aber nicht, stand nur drin, dass er 250 Tabletten genommen hätte mit einer Flasche Maria Kron. Mhm. Und ja, sonst nichts. Ich soll nicht um ihn weinen, ihn ja, einfach nur lieb haben, mehr nicht. Ja, und ist dann nachher, natürlich ist ein Gerücht aufgekommen, dass meine Schwester von ihm schwanger wäre. Mhm. Ja, so. Sie war dann auch schwanger? Sie war schwanger, ja. Und es ist bis heute nicht klar, ob er der Vater von dem Kind ist? Richtig. Und die Schwester sagt es bis heute nicht? Also es war so gewesen, der hatte sich montags umgebracht und an diesem Montag war nachmittags meine Schwester bei ihm gewesen. Mhm. Was schon mal komisch ist, weil sie ist in der letzten Zeit überhaupt kein Auto mehr gefahren und sie hatte eben so ein auffälliges Auto gehabt und es stand eben bei ihm vor der Tür und das wurde eben gesehen von einem Bekannten von mir. Und hat gesagt, mal deine Schwester, die ist da so und so. Ich sag, was macht die denn da, ne? Du wusstest gar nicht, dass da irgendwie ein Kontakt bestand zwischen denen? Nee, komischerweise, nee. Mhm. Habe ich nicht mitgekriegt. Ja, und dann eben, einen Tag später wurde mir dann gesagt, dass er sich das Leben genommen hat. Und wie hat denn deine Schwester auf den Tod deines Freundes damals reagiert? Ja, da habe ich mich am Sonntag noch mit meiner Schwägerin drüber unterhalten. Und zwar habe ich meine Schwester angerufen in der Firma und habe ihr gesagt, Peter ist tot. Mhm. Und da bricht sie weinend zusammen und sagt, ich hab's gewusst. Ach. So, und die musste dann sofort abgeholt werden von meiner Schwägerin, weil die da zusammengeklappt ist. So, es hat die da, die hat in der ersten, im ersten Moment gesagt, ich hab's gewusst. Ja. Hast du denn nicht irgendwann später mal gefragt, wieso hast du das gewusst? Was heißt gefragt? Ich habe 2 Wochen später habe ich mit ihr in der Küche gesessen und habe sie natürlich darauf angesprochen, was da jetzt an dem Gerücht dran ist, weil es kam ja nicht von irgendwoher, es kam ja von seiner Arbeitsstelle, wo er vorher gearbeitet hatte. Und aber wie können die? Ich meine, die können vielleicht das Gerücht in die Welt setzen. Die haben was miteinander. Ja. Aber wie kam das Gerücht, dass sogar eher der Vater des Kindes ist von deiner Schwester? Ja, eben weil das Auto wohl öfter da wohl gesehen worden ist. Aber nochmal zurück auf meine Frage. Ja? Wieso hat sie gesagt, ich hab's gewusst? Ja, gute Frage. Weißt du bis heute nicht? Ich war schockiert erstmal am Telefon. Und ich sag mal, 2 Wochen danach habe ich zu ihr gesagt, ich komme mit der ganzen Sache nicht klar und ich möchte gerne, wenn das Kind da ist, einen Vaterschaftstest haben. Ne? Mhm. Und dann hatte sie so, als ob sie das nicht belasten würde, ja, machen wir das eben. Ne? Ja. Jetzt muss ich mir ganz blöd fragen, wie geht denn das, wenn der angenommene Vater verstorben ist? Wie kann man da einen Test machen? Ja, da werden wohl, da er ja erst 2 Wochen verstorben war, können die den wohl, glaube ich, nochmal rausnehmen und den die DNA, was weiß ich, wie die das da machen, ne? Das ist aber die nicht können die dann aufheben. Das ist nicht gemacht worden. Nee. Das Ganze ist jetzt 16 Jahre liegt das zurück. Genau, der Junge, der wird jetzt nächsten Monat 17. Was ist denn die offizielle Version deiner Schwester, wer der Vater dieses Kindes ist? Gar keine. Sie hat keine Version dazu. Sie spricht gar nicht darüber? Nein. Das überhaupt heißt, nicht. Das heißt, ihr beiden Schwestern habt 16 Jahre über diesen Fall nicht wirklich mal richtig ernsthaft gesprochen? Nein, nie. Das liegt immer in der Luft. Habt ihr Kontakt überhaupt miteinander? Ja, sehr guten sogar. Sehr guten, aber das ist ein Tabuthema. Ja, und das ist ja eben das Problem. Wenn ich bei meiner Schwester sehe und sehe ihn, und ich versuche ja dann immer irgendwo Vergleiche zuzuordern, ne? Und das macht mich verrückt. Ich träume nachts von ihm und wie gesagt, das geht seit 16 Jahren so. Mhm. Hast du denn in der letzten Zeit nochmal versucht, das Gespräch zu finden mit ihr? Nee, mit ihr nicht. Ich hatte am Sonntag noch mit meiner Schwägerin darüber gesprochen. Und sie ist also derselben Meinung wie ich, dass da vielleicht doch was dran ist an dem Gerücht. Was hält dich davon ab, jetzt nach so langer Zeit mal dich mit deiner Schwester zusammenzusetzen? Ich habe Angst, dass ich die Familie auseinander
bringe. Ach, die hat jetzt auch wieder einen anderen Mann. Ja, die hat einen anderen Mann und die hatte auch damals zu dem Zeitpunkt gerade frisch einen Mann gehabt, einen Freund, ja. War gerade frisch geschieden und wie gesagt, dann hat sie den Jungen gekriegt. Aber dieser Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, der glaubt nicht, dass das sein Sohn ist. Der ist, von dem habe ich noch nie irgendwie was darüber gehört. Mhm. Noch nie. Na gut, aber du könntest doch, ich meine, ihr seid Schwestern, ihr könntet doch unter vier Augen ein Gespräch führen. In dem Sinne, dass du sagst, pass mal auf, Claudia oder wie immer sie heißen mag, das ist für mich so eine belastende Sache. Ich möchte einfach nur Klarheit, ich mache dir keine Vorwürfe. Ich möchte nur wissen, was damals los war und ich behalte es für ewig bei mir. Könntest du sie so nicht erreichen? Glaube ich nicht. Hat sie Angst, dass du ihr Vorwürfe machst? Ich meine, immerhin, wenn das stimmt, ist sie ja mit deinem Freund fremdgegangen. Ja, richtig. Und vielleicht hat sich dieser junge Mann deshalb sogar das Leben genommen, weil er in dem Konflikt stand. Richtig. Das heißt, sie hat vielleicht auch Angst, dass du sie beschuldigst, dass sie schuld ist an dem Tod des jungen Mannes. Ja. Aber ich meine, das könntest du ja alles von vornherein irgendwie ausschließen. So wie ich dich jetzt verstehe, geht es dir doch nur um die Wahrheit, oder? Ja, es lässt mich nicht los, warum er es eben gemacht hat. Ne? Das ist es. Warum? Und wenn einmal so ein Verdacht aufkommt, steigert man sich da ja so rein und sieht jede Kleinigkeit als Bestätigung. Ne? Wahrscheinlich das Aussehen dieses 16-jährigen Jungen und so weiter. Genau. Und ich stehe auch, sage ich mal, seit den 16 Jahren stehe ich auch unter Medikamenten. Und ich habe jetzt auch eine Beziehung, die leidet sogar darunter, ne? Mhm. Wenn ich jetzt nachts träume ich von ihm, wunderschöne Träume, dann wache ich morgens auf und alles ist hier so, er ist weg, dann bin ich deprimiert irgendwo, ne? Das macht mich auch noch fertig. Glaubst du, dass es dir helfen würde, dass es dir einfacher wäre, diese Sache wirklich zu deiner Vergangenheit zu legen und loszulassen, wenn du genau wüsstest, was da und warum es passiert ist? Ich glaube, das kann ich nicht. Also ich sag mal, wenn ich jetzt meine Schwester darauf ansprechen würde, die würde sagen, ach, lass mich doch mit dem Mist jetzt in Ruhe. Nehmen wir mal an, deine Schwester würde sprechen. Mhm. Wir spielen es nur mal so durch. Ja. Meinst du, das wäre gut für dich, wenn du es erfahren würdest? Ja. Eine Erleichterung fast schon. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde es schon bedenklich, Claudia, wenn du seit 16 Jahren da davon nicht loskommst. Das tut weh. Das ist wirklich eine furchtbare Lebenslähmung auch und eine Bremse für dein Leben. Mhm. Ich würde es, auch wenn es dir noch so aussichtslos erscheint, würde ich das versuchen. Ich würde es in einem ganz ernsten Gespräch unter vier Augen ansprechen. Das Kuriose ist eben auch, die Eltern haben auch einen Abschiedsbrief erhalten. Und die haben zwar meinen gelesen, aber ich durfte ihren nicht lesen. Mhm. Die Eltern von ihm? Ja. Mhm. Den Brief durftest du nicht lesen? Nee, den durfte ich nicht lesen. Das heißt, da steht auch irgendetwas drin, was Gutes, was sie mir vielleicht geben sollten oder sonst irgendwas, ne? Aber die haben das alles so cool auch hingenommen. Die haben nach zwei Wochen, seine Klamotten haben sie dann in der DDR zu Bekannten. Ja, die können die gebrauchen und so, ne? Da habe ich gedacht, ich bin im verkehrten Film, ne? Also alles schnell abgewickelt. Ja. Mhm. Und dann ist mir da noch eine Sache passiert. Es war ja kurz nach der Beerdigung. Ich war sehr suizidgefährdet. Mhm. Und da haben sich meine Kumpels immer abgewechselt, dass sie bei mir geschlafen haben. So. Und es war also eine Nacht gewesen, da hat ein Kumpel bei mir geschlafen und ich sag zu meinem Kumpel, ich sag mal, hast du die Heizung abgedreht? Weil es war ja im Winter, im Januar. Und er sagt, nee, habe ich nicht. Und da habe ich mich so rübergebeugt, habe ich die Heizung angepackt, die war richtig heiß, ne? Mhm. Und wenn ich so gesprochen habe, hast du auch den Hauch gesehen, ne? Mhm. Und dann sag ich so, mal, Svenny, ich sag, riech mal. Und dann roch das auf einmal so nach Blättern, nach trockenen Blättern, wie im Herbst, ja. Mhm. Und wie gesagt, wenn du so gesprochen hast, dann hast du den Hauch gesehen und ich habe die Decke immer weiter hochgezogen und habe so unter der Decke gesagt, Sven, was ist hier los? Mhm. Und ich sag mal, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, ne, dann hätte ich vielleicht gedacht, oh Gott, da hast du ja was eingebildet, ne?
Aber selbst der Sven, der sagt ja heute noch immer, das war ja eine ganz komische Aktion, ne? Ich finde, dass das zweigleisig angegangen werden muss. Ich sag's nochmal, ich würde an der Stelle dringlichst, und wenn es noch so schwierig ist, das Gespräch mit deiner Schwester suchen, aber ich würde mir auf der anderen Seite auch eine professionelle Hilfe suchen. Weil das geht nicht an, dass du nach 16 Jahren da noch so gefangen bist in dieser Geschichte. Ja. Wir würden dir gerne noch ein bisschen behilflich sein. Ja. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, Claudia. Bist du einverstanden? Ja, ist okay. Dann machen wir das so. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mike. Mike ist 24. Hallo Mike. Hallo, Domian. Hallo Mike. Hallo, ich habe einen Unfall gehabt vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren? Ja. Ja, was war das für ein Unfall? Da bin ich die Wasserbrücke runtergefahren. Die Wasserbrücke runtergefahren, Entschuldigung. Die Wasserbrücke? Ja, das war wohl in Bayern. Wie viel Meter bist du da runtergestürzt? 8 Meter. 8 Meter? Ja, und bin jetzt querschnittgelähmt. Ja. Vom Bauchnabel aus nach unten alles tot. Du bist diese Brücke runtergestürzt. Warum bist du da runtergestürzt? Ich war mit meinem ehemaligen Kumpel, waren wir zu den Boots eingeladen. So, und dann haben wir bis nachts um 5 Uhr ist es passiert, weil da sind wir dann nach Hause gegangen. Und dann hat dann Streit mit mir angefangen. Und dann habe ich mich am Geländer von draußen eigentlich festgehalten. Ja. Und er hat meine Hände hochgenommen und hat mich rutschen lassen. Da bin ich runtergerutscht. Das heißt, letztendlich ist der Kumpel schuld, dass das passiert ist? Ja. Also, gab es da eine Gerichtsverhandlung? Nee. Nicht? Ich konnte ja nicht, ich musste ja ins Krankenhaus und so. Ich habe meinen Bruder auch noch dabei gehabt. Ach, der war auch noch mein dabei? Mein Bruder, da war ziemlich weit hinten, der konnte nicht so schnell laufen. Also ihr wart alle angetrunken? Ja. Dieser Kumpel auch, der das verursacht hat? Ja. Es gab keinen, du hast ja nicht angezeigt, es wurde kein Schmerzensgeld gezahlt, gar nichts. Ja. Der war ja gerade mal 15 Jahre. Ach, der war 15 Jahre wurde. Ach, der war erst 15 Jahre alt? Ja. Ist dem das klar, was der da angerichtet hat heute? Ja, also der hat sich ganz weh dann, weil der hat sich dann auch irgendwie fast, irgendwie, der hat sich immer auf der Art, ich müssen und alles, und das hat nach weh dann. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schwieriger sprechen kannst aufgrund deiner Behinderung. Kann das sein? Ja. Da habe ich mir schon gerade gedacht. Versuch mir das nochmal zu sagen. Ich hatte gefragt, ob der Junge, der das verursacht hat, der schuld ist an diesem schweren Unglück, hat er das bereut? Das bereut, ja. Das bereut. Besucht der dich manchmal? Nee, das ist auch nicht mehr. Wie lange lagst du damals im Krankenhaus? Also, es kommt davon, ich war in Würzburg, in dem Krankenhaus habe ich 2 Wochen gelegen. Dann bin ich von Würzburg nach Bad Wildung, 5 Monate lang. 11 Monate? 5 Monate. Und dann war ich noch, weil wir jetzt wohne ich ja in Mönchengladbach. Ja. Und da war ich ja auch nochmal. Also die Ärzte, die erzählen mir ja alles nur. Ein paar Ärzte erzählen mir, ich kann wieder laufen. Und ein paar Ärzte sagen zu mir, ich kann nie wieder laufen. Also kann man sagen, dass du die letzten 2 Jahre fast am Krankenhaus verbracht hast, mit Unterbrechung. Ich sitze jetzt nur im Rollstuhl. Im Rollstuhl, und das Sprechen klappt nicht so, wie es früher geklappt hat? Ja. Lebst du alleine? Nee, meine Eltern. Bei deinen Eltern? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du vorher einen Beruf hattest und... Nee. Das hast du nicht? Nee. Also ich habe Abschluss der 8. Klasse in der Schule. Und da bin ich in der Lebenshilfe gekommen. In Sachsen-Anhalt. Ja. Weil ich komme ja aus Sachsen-Anhalt. Ja, ja. Jetzt sitzt du mit deinen 24 Jahren definitiv im Rollstuhl. Ja. Und... das habe ich gerade auch nicht ganz verstanden. Die Ärzte geben dir noch Hoffnung, aber du glaubst nicht dran. Nee, doch. Also sagen wir so, 5 Ärzte ungefähr
5 Ärzte haben gesagt, ich könnte mal wieder laufen. Mhm. Und die anderen 5 Ärzte sagen, oder ich kann ja nicht mal laufen. Achso, na gut, das ist dann. Da kann man auch nicht viel mit anfangen, ne? Mit so einer Aussage. Das hätte ich so mal gedacht, weil ich gucke ja jetzt sonst immer deine Sendung. Ja. Und da habe ich gedacht, na, dann muss ich mal drum voranrufen. Ja. Ja. Das heißt, du bist dann sehr viel alleine und sehr viel zu Hause. Ja. Deine Eltern betreuen dich schon, aber ja. Gibt es dann noch Freunde von früher, die die Freundschaft gehalten haben, oder ist alles weg? Ist alles weg. Alles weg. Ja. Was machst du den ganzen Tag über? Nur in meinem Zimmer sitzen. Mhm. Ein bisschen Computer spielen, irgendwas. Mhm. War doch gar nichts. Kannst du alleine dich irgendwie auf die Toilette hieven, nee. Oder das muss die Mutter machen? Ja. Oder der Vater, die Eltern? Mhm. Also es geht. Bist du sehr traurig über dein Schicksal und sehr verzweifelt? Ja. Es ist, bei mir kommen ja immer jetzt Dienstags und Donnerstags kommt Krankengymnastik. Mhm. Und machen da auch was mit den Beinen. Mhm. Dann winken und so. Mhm. Aber der Spastik, der wird immer teurer. Mhm. Immer toller. Mhm. Also. Hast du denn, hast du ein Gefühl, weißt du, wann du zur Toilette musst, oder ist das alles absolut nee, tot? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, ja. Nee, mhm. Merke ich nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt einen Katheter im Bauch drin, deswegen. Ach so. Mhm. Hast du Überlegungen, Hoffnungen, irgendwie Träume, dass du vielleicht, irgendwie noch einen Schulabschluss nachmachen könntest? Gibt es da so Überlegungen? Du kannst ja jetzt nicht, du bist so jung noch, du kannst ja nicht dein Leben lang jetzt nur so in einem Zimmer sitzen. Nee, also ich war mal in Dings, aber die haben zu mir gesagt, ich könnte die auch nicht mehr machen. Wo warst du? Kann, hä? Wer hat das gesagt, dass du nichts mehr machen kannst? Da sind wir mal in Würzburg oder so. Da ist meine Mutti mit mir immer ordentlich aufs Richtige gegangen. Ja. Mal fragen oder so, ob ich dann noch was machen könnte oder so. Mhm. Und da haben sie gesagt, du kannst ja auch schon machen, du kannst ja nur noch die 2 Hände bewegen. Mhm. Na, aber immerhin. Du hast einen gesunden Kopf. Du kannst nicht so ganz perfekt sprechen, aber das ist ja auch in vielen Berufen gar nicht nötig. Und du kannst deine Hände ganz normal bewegen, ne? Ja. Ja. Da müsste es doch Möglichkeiten geben, dass man irgendwas mit dir macht, dass du irgendwas noch lernen kannst, dass du vielleicht sogar einen Beruf noch machst. Mhm. Kommt da gerade jemand rein? Ja, da war meine Mutti gerade. Ah, die Mutti. Ja. Grüß mal die Mutti gleich herzlich von mir. Ja, schönen Gruß und du mir. Ja. Ja, eine halbe Schädeldecke fehlt mir noch. Ach, eine halbe Schädeldecke fehlt dir auch noch? Ja, die mussten sie rausnehmen. Sonst hätte ich nie mal überlebt. Ach so, jetzt hast du auf, ist da am Kopf nur Haut, oder wie? Ja. Das heißt, du musst äußerst vorsichtig sein, dass du dich nicht verletzt. Ja, Oma, das war jetzt klar, die linke Seite. Ja. Ist es nur. Ja. Aber die rechte Seite ist noch alles okay. Mhm. Also Mike, das ist schon ein sehr schlimmes Schicksal, was du zu tragen hast, und das will ich wirklich nicht kleinreden. Aber ich habe irgendwie so die Hoffnung oder das Gefühl, das kann es jetzt so noch nicht gewesen sein. Dann müsste man dir noch mehr helfen. Und wenn das alles auch noch so kompliziert ist, immerhin kannst du die Hände bewegen. Immerhin hast du keine geistige Behinderung oder irgend so etwas. Nee. Es ist alles normal in diesem Bereich. Wir werden uns mal Gedanken machen. Ja. Und ich bitte auch mal vielleicht ein paar Zuschauer und Zuhörer, die sich auch mit den Folgen von solchen schweren Verletzungen sehr gut auskennen. Ich weiß ja, dass wir sehr viele Leute aus dem medizinischen Bereich hier in der Zuschauerschaft haben. Ja. Mal ein bisschen zu überlegen und uns eine Mail zu schicken zu domian@rde. Ja. Das werden wir alles mal durchgucken und uns dann nochmal bei dir melden. Und, Können ich noch ein Autogramm von dir haben? Das kannst du auch natürlich gerne haben. Dafür rufen wir dich jetzt gleich nochmal an wegen der Anschrift. Und ansonsten würde ich sagen, bleiben wir mal in Kontakt, mal sehen, was so alles kommt. Und vielleicht gibt es irgendeinen Gedankenanstoß, dass wir dir so ein bisschen helfen könnten. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ja, mir freut es dann auch. Ja. Mein Lieber, leg du mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Mein Lieber, Mike, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.
24 Jahre ist auch der nächste Anrufer und der heißt Marco. Hallo Marco. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, dass ich dieses Jahr meine dritte Ausbildung geschmissen habe. Mhm. Und einfach aus dem Grund, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr wohl immer noch nicht geschafft habe, mein Leben, was heißt eigenständig, beziehungsweise selbstverantwortlich irgendwo auf die Beine zu stellen. Irgendwo hapert es da bei mir. Wohnst du noch zu Hause? Nein, ich wohne nicht mehr zu Hause. Ja. Wie lange hast du die letzte Ausbildung gemacht? Also die letzte Ausbildung war jetzt vom 1.8. letztes Jahr jetzt bis zum 7.10. dieses Jahres. Immerhin, fast ein Jahr, ne? Ja, also das erste Jahr hatte ich geschafft. Mhm. Du hast es hingeschmissen oder hat man dich rausgeschmissen? Man hat mich jetzt diesmal rausgeschmissen. Ach, dich hat man rausgeschmissen? Genau. Warum? Und zwar war es so, ich habe eine Ausbildung zum Landwirt angefangen. Mhm. Und da ist es so üblich, dass der Auszubildende auf dem Hof wohnt. Ja. Und da, wo ich jetzt mein zweites Jahr gemacht hatte, also ich war im ersten Jahr auf einem anderen Hof und also, das ist eigentlich so üblich in der Ausbildung zum Landwirt, dass man die Jahre auf verschiedenen Höfen macht. Ja. Und auf dem Hof, wo ich jetzt dieses Jahr angefangen habe, hatten die zur Bedingung gemacht, dass ich dort anfangen kann, dass ich etwas gegen mein Übergewicht tue. Oh. Also, dem Bauer war der Lehrling zu dick, oder was? Ja, so ungefähr, ja. Wie viel wiegst du denn? Also, bei 1,80 Meter wiege ich so etwas zwischen 150 und 160 Kilo. Ja, ist schon ganz schön happig, ne? Das ist schon ganz schön happig, ja. Mhm. Und die waren eben halt, das ist klar, das habe ich selber gemerkt, hat mir bei gewissen Arbeiten, hat mir das einfach irgendwo auch im Weg gestanden. Ich wollte gerade sagen, der Bauer wird es wahrscheinlich nicht aus ästhetischen Gründen gesagt haben, sondern weil er Angst hat, dass du nicht so zupacken kannst wie ein etwas dünnerer Mann. Ja, also zupacken ist eigentlich bei mir kein Problem, nur es geht eben halt darum, eben halt um die Schnelligkeit und die Spritzigkeit. Und ich sag mal so, einfach mal eben kurz das war ein Schweinebetrieb, einfach mal da im Stall mal eben kurz über die Stalltür drüber springen, wie er das so gemacht hat, war nicht unbedingt so möglich. Lass mich mal eben fragen, ich mach mal ein paar andere Fragen zu, die Ausbildung vorher, waren das auch landwirtschaftliche Ausbildungen? Nein, das war, einmal war es, die erste Ausbildung war eine kaufmännische Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Die hast du geworfen? Die habe ich geworfen, weil das war, die habe ich damals über Vitamin B gekriegt. Ja. Und war nicht dein Ding? Doch, eigentlich schon. Eigentlich ist nicht das Kaufmännische, da sind also meine Stärken drin. Nur eben halt, weil es eben halt damals so war, war da Mobbing und haben mich da also doch ziemlich fertig gemacht, auch bedingt auf mein Gewicht. Auch. Was damals auch schon so heftig war. Jetzt nicht ganz so schlimm, wie es jetzt heutzutage ist. Aber es war doch schon ziemlich kräftig. Okay, dann da bist du dann gegangen, weil du keinen Bock mehr hattest. Ja, genau, bin ich dann gegangen, wurde dann damals ein Aufhebungsvertrag gemacht. Und die zweite? Die zweite Ausbildung war zum Elektroinstallateur. Ja. Das war allerdings so eine überbetriebliche Ausbildung, die mehr so für Leute eigentlich da war, die auf normalem Arbeitsmarkt nicht unterzubringen sind. Mhm. So Schulabbrecher, notorische zu Spätkommer und sowas eben halt. Und warum hast du die geschmissen? Und ja, weil ich eben halt da kein Weiterkommen gesehen habe. Wir haben den ganzen Tag dann nur blöd in der Werkstatt rumgesessen, ein Däumchen gedreht und wenn es gerade mal hochkam, haben wir mal ein paar Brettmontagen gemacht. Ach, das heißt, das war ja schlichtweg zu langweilig. Aber du hättest, wenn es durchgehalten hättest, hättest du deinen Abschluss als Elektroinstallateur gehabt, oder wie? Ja, klar, doch sicher. Mhm. Und es gab da auch die Möglichkeit, da in dem ersten Jahr, dass man dann ein Praktikum in einer richtigen Elektrofirma machen kann und dass man da dann ab dem zweiten Lehrjahr die Ausbildung dort fortsetzt. Mhm. Und da hatte ich dann auch ein Praktikum angefangen in der Firma. Mhm. Nur nach einer Woche musste ich für 3 Wochen ins Krankenhaus. Mhm. Und da konnte ich dann das Praktikum eben halt nicht mehr weiterführen. Und danach, so wie der Teufel will, war es irgendwo nicht mehr möglich, in den Firmen hier Verstehe. Irgendwo was zu finden. Schlechte Auftragslage und eben halt, so wie es eben halt alles heißt. Was war denn jetzt oder was wäre denn dein Lieblingsberuf, wenn du jetzt auswählen könntest? Also mein Lieblingsberuf ist auf jeden Fall der kaufmännische. Also insofern ist das ja ein großer Unterschied zwischen Kaufmann und Landwirt. Ja, doch, sicher. Aber
ich habe Landwirt eigentlich auch genommen, weil ich habe ziemlich lange mit meiner Mutter damals, als ich kleiner war, haben wir Urlaub auf dem Bauernhof. Ach so, und, da hast du das schön gefunden. Dadurch kam das eben halt, dass ich da als... Okay, ja, das ist jetzt gelaufen. Genau. Da bist du jetzt raus. Jetzt muss ich, also ich finde erstmal, dass du machst nicht so einen Eindruck wie so ein Loser irgendwie. Du machst nicht so einen Eindruck. Nicht. Nee, wirklich nicht. Nicht einen Eindruck, der irgendwie abhängt und irgendwie zu faul ist und irgendwie träge ist. Eigentlich nicht. Muss ich mal so einfach. Eigentlich nicht. Ja. Nee, wenn mir eine Arbeit Spaß macht, da bin ich dann absolut hundertprozentig vollkommen dahinter. So. Und beim letzten Mal war es ja dann auch nicht deine Schuld, sondern, also nicht direkt deine Schuld, sondern da hat der Chef hat dich ja daraus geschmissen. Ja, weil eben halt ich was gegen Übergewicht tun sollte und ich bin es nicht richtig angegangen. Ich bin dann trotzdem ab und zu mal abends irgendwie nach McDonald's gefahren oder zur Tankstelle oder sowas. Da sind wir jetzt beim wichtigsten Thema. Ja. Warum bist du so übergewichtig? Ja, das kommt dadurch, das ist so seit meinem 9., 10. Lebensjahr ist das so. Vorher habe ich mit meiner Mutter bei meinen Großeltern gewohnt. Mhm. Und das war eigentlich ein großes, schönes Haus, großer Garten, viele Freunde, verkehrsberuhigte Zone vorm Haus, konnte mit dem Fahrrad fahren, war alles super. Alles auch hier, alles mögliche, Pommesbude, Trinkhalle und alles mögliche war ziemlich weit weg. Mhm. Und ja, und dann bin ich mit meiner Mutter, sind wir wieder in eine eigene Wohnung gezogen. Mhm. So, war Pommesbude alles nah dran. Genau, und große Hauptstraße direkt vor der Tür, da wurde das Fahrrad auch erstmal eingeschlossen. So, das bedeutet, dass Marco nicht Nein sagen kann und immer der Versuchung unterliegt, dann mal zur Frittenbude zu gehen, oder Hamburger zu holen. Genau. Und, ja, ich meine, das ist ja der Punkt, Marco, wo du jetzt allererst ran musst, ne? Ja, das habe ich auch jetzt auch eigentlich auch vor. Aber hallo, nicht nur, weil du beruflich dann bessere Karten hast, sondern einfach auch letztendlich für deine Gesundheit. Mhm. Und wahrscheinlich wird dein ganzes Leben einfacher laufen, wenn du etwas dünner wirst. Ich könnte mir vorstellen, dass so in Sachen Freundinnen und so alles auch ein bisschen schwierig ist. Ja, doch, das ist doch ziemlich schwierig. Glaube ich. Ich war und bin Single, sagen wir mal so. Also irgendwas feste Freundin oder so war bis jetzt noch gar nicht. So, ich meine, das ist ja doch schon ganz schön happig. 150 Kilo, ne? Sagst du? Irgendwas, ja, so um die 150 Kilo, ja. Eigentlich ist das jetzt die absolute Priorität, die erste Aufgabe, dass du Herr bist über deine Funde, dass die Hunde runterkommen. Mhm. Wie immer du das auch anstellst, ob du dafür in die Klinik gehst eine Weile, ob das eine Möglichkeit wäre für dich, weiß ich nicht. Mhm. Ob du es mit eiserner Disziplin machst. Aber ich glaube, das ist das allererste. Und dann glaube ich, so wie ich jetzt dich jetzt in ein paar Minuten kennengelernt habe, ich sag's jetzt nochmal, dass du schon auch das Zeug hast, wenn du die Disziplin hinkriegst. Ich glaube, das ist wäre für dich ein so großes Erfolgserlebnis. Mhm. Wenn du das schaffen würdest, dann machst du mit links einen vierten Anlauf in der Ausbildung und dann hast du es in der Tasche. Mhm. Dazu möchte ich dich aber wirklich enorm ermuntern, wenn du jetzt auch dreimal schon gescheitert bist. Egal, dann machst du den vierten Anlauf und dann hast du es. Jetzt aufzugeben wäre das Allerdümmste, was es überhaupt gibt. Dann hast du gar nichts. Dann hängst du da also die Ausbildung in der Tasche zu haben, ist wirklich so wichtig zurzeit. Da muss ich gar nicht reden, das wissen wir alle. Ja, genau. Ja, das ist eben halt, weil eben halt auch jetzt eben halt meine Mutter mich jetzt eben halt auch wieder fallen gelassen hat. Ich wohne also zurzeit, wohne ich in einem Männerwohnheim. Weil, gut, bevor ich die Ausbildung zum Landwirt angefangen hatte, habe ich auch in einer eigenen Wohnung gelebt. Mhm. Und bin also schon praktisch so seit 3 Jahren zu Hause raus. Mhm. Und gut, jetzt war eben halt wieder, dass ich da eben halt weg musste und meine Mutter hat gesagt, ne, zu mir nach Hause. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil mein Zimmer in dem Sinne existiert nicht mehr. Mhm. Das ist jetzt mehr so Abstellkammer und so und eben halt meine Mutter ist eben halt so auf dem Stand, sie versteht eben halt meinen Lebensweg, den ich jetzt eingeschlagen habe, damit kommt sie absolut nicht klar. Ja, du ja auch nicht. Ich bin auch nicht unbedingt so begeistert davon. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass sie jetzt in einer gewissen Weise da eine Härte zeigt und sagt, das musst du jetzt selbst hinkriegen. Du bist ein 24 Jahre alter Kerl. Ja, sicher. Ne? Bist, wie gesagt, jetzt ein paar Mal gescheitert, aber das heißt ja nicht, dass du auch weiterhin scheitern musst. Mhm. Wie lange kannst du in dem Männerwohnheim wohnen bleiben? Also das ist hier eigentlich unbegrenzt, weil das hier auch noch, das wird hier von der Caritas hier gesponsert und das ist eigentlich nicht so ein
so ein Wohnheim, wo man, was ich, abends irgendwie schlafen kann, dann kriegst du Frühstück und dann musst du wieder raus. Also, es ist ja eigentlich schon so, dass hier auch, hier gibt's eben halt Sozialarbeiter und. Mhm. Das heißt, du bist in ganz guter Betreuung da auch, ne? Da sind Leute um dich herum, die. Eigentlich schon, ja. Ja. Wärst du bereit, zum Abspecken in eine Klinik zu gehen? Das unter ärztlicher Aufsicht zu machen? Doch, wäre ich dazu auf jeden Fall bereit. Ja. So, das wäre doch meine Idee, ehe du jetzt einfach im Männerwohnheim rumhängst und nichts tust, diese Sache anzugehen, eins nach dem anderen. Und dann wieder versuchen, irgendwo neu anzudocken für eine weitere Ausbildung. Mhm. Ich meine, du bist ja da schon in ganz guter Beratung, in einem guten Beratungsumfeld, wenn du Caritas hast. Ja. Sprich doch mal mit den Sozialarbeitern. Und lass dich mal beraten, und ich meine, die sehen dich und werden das Problem ja sofort kapieren. Ja, dass die dir mal ein paar gute Tipps geben und für ein paar Sachen vielleicht Verbindungen spielen lassen, damit du ordentlich ja medizinisch betreut wirst auch, oder dass das beobachtet wird medizinisch, wie du abnimmst. Ja? Gut. Also die Richtung würde ich dringend vorschlagen. Ansonsten will ich dir nochmal Mut machen. Ich glaube, dass du ein taffer Typ bist und das schaffen wirst. Ja. Ich glaube es wirklich. Ja, gut, danke schön. Wenn wir uns in ein paar Jahren widersprechen, dann sagst du, ich bin der dicke Marco von damals, heute wiege ich 80 Kilo und bin gestandener Kaufmann oder so. Gut. Mein lieber Marco, alles Liebe, alles Gute, toi, toi, toi. Alles klar, danke schön, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. Wenke, 18 Jahre alt. Hallo, Wenke. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich habe jemanden im Chat kennengelernt. Aha. Im Chat? Ja. Wann? Im September. Mhm. Hast du diesen Menschen, ich gehe mal davon aus, dass er ein Mann ist? Ja. Hast du den schon mal gesehen? Nur auf Fotos bis jetzt. Hast du mal mit dem telefoniert? Ja. Aha. Also wir telefonieren fast jeden Tag miteinander. Ja. Ich muss dazu sagen, er kommt aus Irland. Aus Irland? Ja, er ist vor 5 Monaten rübergegangen. Könntest du... Arbeit. Enke, ich sehe gerade hier, meine Regie bittet dich, ein bisschen lauter zu sprechen. Okay. Mhm. Also lebt er auch in Irland? Ja. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert, ne? Und du lebst in Deutschland, gehe ich mal von aus. Genau. Ja. Wie alt ist er? 34. 34. Ja. Also ein bisschen einen Schlag älter als du und einen Schlag weiter weg von hier. Genau. Ja. Ich war letztes Jahr schon mal in Irland, aber da kannte ich ihn noch nicht. Ja. Und mir gefällt dieses Land sowieso total. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wo ich stehe. Wie meinst du das, wo du stehst? Ja, weil da ist noch jemand. Und ich muss dazu sagen, mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Ja. Und dann hatte ich Freunde und bin nur verarscht worden. Mhm. Ach so, ich verstehe. Du bist dir nicht ganz sicher, ob was er von dir will und wie ernst er das meint? Genau. Und es könnte auch sein, dass da noch eine Frau ist? Ja, also ich weiß, dass da noch jemand ist, weil er es mir gesagt hat. Mhm. Eine Brasilianerin, die in Brasilien wohnt. Mhm. Und ja, an der hängt er noch ziemlich. Ja, stellt er das denn so dar, dass er sich in dich verliebt hat? Ja. Mhm. Und du, soweit wie das möglich ist im Moment, du auch? Ja, aber ich sage es ihm nicht. Mhm. Ist die Neugierde sehr groß, ihn mal kennenzulernen? Ja. Sehr groß? Ja. Hat er denn, meinst du bei ihm auch? Ich denke schon, weil... So wie er mit mir redet und alles. Mhm. Gibt es denn da Überlegungen, dass er mal hierher kommt oder du dahin fährst, fliegst oder wie auch immer? Er kommt nächste Woche nach Deutschland, um seine Familie zu besuchen. Aha. Und ja, ich fliege im Januar rüber. Du fliegst rüber? Ja. Aber ihr seht euch dann jetzt schon, wenn er hierher kommt? Nein, leider nicht, weil er wohnt dann in Hamburg oder Hannover, irgendwo da oben die Ecke und... Ist er denn eigentlich Deutscher? Ja. Ach so, ich dachte, das wäre ein Ire. Ja. Das heißt, ihr seht euch jetzt nicht, was ja ein bisschen blöd ist. Wie viele Kilometer seid ihr dann entfernt? Er ist dann in Hamburg und wo wohnst du in Deutschland ungefähr? Ich wohne in der Nähe von Bonn. So weit ist das ja noch nicht weg. Ja. Unter meiner kleinen... Dadurch, dass ich kein Auto habe, ist das schon doof. So, aber du hast ein Flugticket für nächstes Jahr. Genau. Mhm. Weißt du, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Da vergehen dann noch einige Monate. Das Ganze ist ja doch recht frisch.
Und in diesen Monaten kann man ja noch mehr rauskriegen, oder kannst du auch noch mehr rauskriegen, was mit deinen Gefühlen los ist. Ja. Ob du wirklich verliebt bist, ob sich das stabilisiert, das Gefühl des Verliebtseins. Und du kriegst auch noch mehr über ihn raus, wie er sich so verhält. Ja. Vielleicht ist es sogar ganz gut, erstmal eine Weile zu warten und es dann auf sich zukommen zu lassen. Ja, vor allen Dingen, ich habe jetzt nicht gebucht, weil es auch viel zu teuer wäre jetzt. Also ich habe jetzt schon gebucht für Januar, weil das sonst viel zu teuer geworden wäre. Ja, ja. Also wie gesagt, ich finde das ganz gut und halte den mal genau im Auge. Mhm. Was macht der vom Beruf? Eine kurze Frage noch. Ich mache von... Was er vom Beruf macht. Ach, was er vom Beruf hat. Er arbeitet bei IBM. Ah, danke. In diesem Sinne, wir müssen...